Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir am Falkensteinsee mit meiner Schwester, meiner Nichte und meinem Neffen. Und natürlich auch mit Kies, die sind gerade schon im Wasser. So, ich traue mich jetzt auch mal ins Wasser. Ich hoffe, das ist nicht zu kalt. Das ist ja nicht hoch. Das ist ja nicht hoch. Oha, 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 guck mal, guck mal. Oha. Wahrheit. Werden wir jetzt mit euch den Ball überhaupt? Kevin, kann das sein, dass du nur Wahrheit nimmst? Nee. Sonst ist es auf dem Wasser. Soll sie abgeben, dass wir Spaß haben können darauf. So, die Kinder spielen hier gerade Wahrheit oder Pflicht im Wasser. Und ich jogge im Wasser. Du kommst mit. Wahrheit oder Pflicht? Kevin, lauf auf. Hier, Wasser für dich. Trink. Und da. Ah, oh, das war nicht zu. Oh. Oh. Ey, das ist uns. Oh, Baby. Und auch noch, muss man auch noch berechnen. Bei uns So, wo wird Kevin denn jetzt ganz hin? Und abonniert! Ein Glück aktivieren! Ey, Kevin! Alter, es ist kalt am Boden. Ey, ich hab mir gerade voll den Fuß gestoßen. Ich kann nicht weiter. Ey, ich hab drauf. Was darauf? Darf ich weiter? Oh ja! Ich bin drauf. Gehst du dich hoch? auf jeden Fall. Hallo, wir haben mein neues Pferd. Ich habe mir gerade schon Kies Mütze hier angezogen, weil es doch ganz schön knallt auf dem Kopf. Hallo, wir haben mein neues Surfbrett.
wollte ja gleich mal eine Pause machen, aber was essen oder no. so. Nö. Es macht so viel Spaß, okay? Ey, was ist das? I love the movement. Was ist denn hier? Ja. Länger kann ich nicht tauchen. Also vielleicht schon, aber... Länger! I want! Ich geh nach hinten, einer geht in die Mitte ganz schon. Okay, ich geh ganz in die Mitte. Nein, nicht mehr in der Mitte! Warte, ich geh nach vorne. Ich geh nach vorne. Ja. Es ist inzwischen der nächste Tag. Wir haben gestern am See gar nicht so viel gefilmt. Wir waren fast 6 Stunden da und die Kinder waren halt wirklich 6 Stunden durchgehend im Wasser. Also die hatten da wirklich eine ganze Menge Spaß, vor allem mit diesem Surfbrett. Das wollten die ja gar nicht mehr hergeben. Und ja, das war halt einfach auch dann die meiste Zeit irgendwie so das Gleiche. Deswegen habe ich da nicht so viel gefilmt. Vor allem hat man auch gemerkt, dass die Sonne ganz schön geknallt hat. Also das war so heiß gestern. Meine Schwester hatte zwar auch so eine Sandmuschel mit, aber leider waren da diese Stäbe nicht bei. Deswegen konnten wir die nicht aufbauen. Deswegen saßen wir wirklich 6 Stunden lang in der prallen Sonne. Wir hatten beide so Kopfschmerzen dann irgendwann. Und ja, wir waren ganz schön geschlauft und kaputt am Ende. Aber ja, die Kinder hatten halt mega viel Spaß, deswegen waren wir dann auch noch so lange dort. Ja, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich leider ganz viele Zeitungsberichte, also online gesehen, dass ein 16-Jähriger im Stellersee ertrunken ist. Und im Stellersee waren wir ja auch schon sehr, sehr oft, da gehen wir sehr gerne und sehr oft baden. Und ich fand das einfach so dermaßen krass. Also es passiert leider sehr, sehr oft, dass Menschen ertrinken. Nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche, Erwachsene. Und es passiert so, so, so schnell. Ich frage mich jedes Mal, wie kann das passieren? Ein 16-Jähriger müsste ja eigentlich schon schwimmen können, geht man ja mal davon aus. Und wahrscheinlich konnte er auch schwimmen, aber er hat wohl anscheinend seine Schwimmfähigkeiten ein bisschen überschätzt. Im Stellersee ist das so, dass mitten im See so eine Plattform ist. Da kann man halt hinschwimmen und dann ja, von dort aus irgendwie ins Wasser springen und was weiß ich. Und laut diesem Bericht war er mit Freunden dort, ist dann zu dieser Plattform geschwommen, hat dann wohl irgendwie gemerkt, dass er es nicht schafft und wollte wieder zurückschwimmen. Und ja, irgendwann später haben seine Freunde dann nach ihm gesucht und ihn eben nicht mehr gefunden. Und laut diesen Zeitungsberichten stand, dass 2500 Menschen gestern am Stellersee waren. 2500 Menschen. Wie kann das passieren, dass kein einziger davon mitbekommt, dass da jemand gerade ertrinkt? Ich fasse es nicht. 2500 Menschen, das sind so dermaßen viele Menschen. Und dieser See ist wirklich nicht riesengroß. Also man hat von rundherum überall einen super Blick auf diesen gesamten See. Wie kann das passieren, dass 2500 Menschen das nicht sehen, dass da gerade ein Mensch ertrinkt? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, ich... Auch gestern, also wir waren ja am Falkensteinsee und da waren auch so viele Kinder, die unbeaufsichtigt da im Wasser gespielt haben.
Man hat gemerkt, dass viele davon eben auch nicht schwimmen konnten, weil die zum Beispiel keine Schwimmflügel um hatten und eben noch sehr klein waren. Und ja, auch wenn sie nur vorne in diesem Bereich spielen, wo sie eben noch stehen können, wo das Wasser sehr niedrig ist, auch da kann so schnell was passieren. Ich habe das mal so ein bisschen beobachtet, wo die Kinder dann danach so wieder hingelaufen sind. Deren Eltern, die lagen dann irgendwie da im Gras und haben überhaupt nicht aufs Wasser geachtet, sondern die haben sich einfach gesonnt, nach oben in den Himmel geschaut und warum? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es passiert so schnell was. Ja, ich fasse es nicht. Warum? Ich meine, Kies kann leider auch nicht schwimmen mit 8 Jahren, was ich persönlich sehr, sehr schlimm finde. Also er hätte längst schwimmen lernen sollen, aber Kies ist leider jemand, der sehr, sehr stur ist. Und wenn er etwas nicht will, dann kriegt man ihn auch nicht dazu. Ich habe ihn so oft versucht zu überreden, lass uns doch jetzt endlich mal schwimmen lernen. Darf ich dich jetzt mal zu einem Schwimmkurs anmelden? Oder wir haben ihm angeboten, das selber beizubringen. Wollte er alles nicht. Und das seit Jahren. Wir haben ja ganz früher mal so ein Babyschwimmen gemacht, also so einen Kurs. Leider haben wir dann irgendwann halt damit aufgehört. Und seitdem hat ihn das mit Schwimmflügeln einfach immer gereicht. Er wollte einfach partout nicht schwimmen lernen. Was, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat, dass er es einfach nicht mag, wenn so Wasser über seinen Kopf kommt. Also so tauchen würde er nie freiwillig tun wahrscheinlich. Selbst beim Duschen kriegt er Panik, wenn Wasser über seinen Kopf kommt. Von daher, ich wollte ihn dann nie zwingen. Und ja, ich wollte ihn einfach selber entscheiden lassen, wann er selber soweit ist. Und bis dahin, ich bin ja immer dabei, ich habe ständig mein Auge auf ihn. Ich lasse ihn nie alleine ins Wasser. Und ja, wie gesagt, wenn eben nur hier vorne im Bereich und ich habe ihn ständig im Blick. Aber gerade solche Sachen wieder wie gestern, es passiert einfach zu schnell was. Man kriegt das teilweise gar nicht mit, selbst wenn man da hinguckt und ja, das passiert innerhalb von Sekunden, dass da so ein Mensch ertrinkt. So schnell kann man wahrscheinlich auch gar nicht reagieren, wenn es dann wirklich mal passiert. Und ja, selbst wenn das Kind dann vorne im Wasser spielt, man selber sitzt ein Stück weit weg und beobachtet das nur, bis man dann erstmal zu dem Kind gerannt ist. Da vergehen ja auch ein paar Sekunden und in der Zeit kann es vielleicht sogar schon zu spät sein. Und das macht mir echt tierisch Angst. Also egal ob Kies es jetzt will oder nicht, ich werde ihn jetzt auf jeden Fall irgendwie dazu kriegen müssen, dass wir jetzt ganz, ganz schnell schwimmen lernen. Und ja, vor allen Dingen, er kommt ja jetzt nach den Sommerferien in die 3. Klasse und da haben die in der Schule Schwimmunterricht, was mir auch sehr, sehr große Sorgen macht, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, weil gerade eben so schnell irgendwas passiert und gerade wenn dann eben 1, 2 Lehrer, Aufsichtspersonen mit so vielen Kindern gleichzeitig da im Wasser sind, da kann man doch gar nicht wirklich jeden richtig im Blick haben, oder? Und auch selbst wenn die Kinder schwimmen können, ich glaube, viele überschätzen ihre Fähigkeiten. Die denken, ach, ich kann ja schwimmen, ich habe vielleicht schon mein Seepferdchen, ich habe mein, wie heißt denn das, Freischwimmer. Und die denken, ja, sie können schwimmen, haben die Kraft und Ausdauer, aber letztendlich reicht es dann irgendwie doch nicht. Oder irgendein Kind schubst das andere Kind mal aus Versehen oder mit Absicht ins Wasser und oder das Kind ist im Wasser und es rutscht nur mal eben kurz ein bisschen aus mit dem Fuß. Es passiert einfach so schnell und mir macht das mega, mega Angst. Also falls ihr eigene Kinder habt, bringt denen so schnell wie möglich das Schwimmen bei. Am besten schon ja, von Baby an. Macht Baby-Schwimmkurse und macht das immer weiter, bis das Kind wirklich sicher und selbstständig schwimmen kann. Und ja, wenn ihr am See seid oder im Schwimmbad, wie auch immer, achtet nicht nur auf euch selber, auf eure eigenen Kinder. Habt bitte auch die anderen Leute immer mal so ein bisschen mit im Blick, weil es passiert einfach zu schnell. Ja, das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Also achtet auf jeden Fall auch auf eure Mitmenschen und ja...